Biomasse auf Waldstein ist ein Ziel gegründet worden, dass wir am Markt größere Mengen an biogenen Brennstoffen anbieten können, um die Versorgungssicherheit für Heizwerke, Heizungen und für den kleinen Hausbesitzer für seine Heizung, damit er im Winter mit Sicherheit sicher sagen kann, er kriegt sein Holz, seine Hackschnitzel. Biomassehof wird natürlich eine einheitliche Qualität angeboten, in Stückholz und im Hackschnitzelbereich. Das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung für einen Betrieb von einer Heizung. Damit man nicht immer die Heizung nachstellen muss, ist es sehr wichtig, dass einheitliche Qualität gegeben ist. Und das war natürlich in früheren Zeiten, wenn 10 verschiedene Lieferanten sind, nicht immer möglich. Das Holz wird von unseren Mitgliedern aus den Mitgliederwäldern hier angeliefert, wird hier vor Ort klassifiziert und übernommen, wird anschließend hier auf Lager gelegt, ca. 6 bis 16 Monate, je nach Verwendungszweck. Für das Hackgut haben wir Trocknungszeiten von 8 bis 16 Monate und für das Scheitholz, das wird nach 6 Monaten spätestens aufgespalten und liegt dann noch einmal ein Jahr als gespaltener am Platz. Anschließend geht es dann in den Verkauf, wird verladen und wird dann an unsere Kunden ausgeliefert. Der Biomasse auf Waldstein ist eine Genossenschaftsform. Es sind ca. 60 Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe Mitglied. Sie haben Anteile eingezahlt und Anteile sind natürlich auch gleichzeitig Lieferrechte für Lieferung von Holz, Energieholz. Wir haben die Idee, wie das funktioniert. Wir haben aber wirklich unterschiedlichste Konzepte, unterschiedlichste Herangehensweise, immer auf die einzelne Region abgestimmt. Und daraus entwickeln sich unterschiedliche Konzepte. Und das Schöne daran ist, dass alle Konzepte funktionieren. Was dadurch natürlich gefördert wird, die regionale Identifikation. Die Menschen sind nicht überall gleich. Und überall können sich die Menschen einbringen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Am Anfang dieses Biomassehofes haben wir vom Staat bzw. vom Land also eine Starthilfe bekommen. Es ist ein Zuschuss, eine Förderung. Die haben wir teilweise für die Personen, die hier arbeiten, bekommen, also eine Personalförderung und eine Investitionsförderung. Mittlerweile sind wir in Leoben ein Biomassehof, der keine Förderungen in diesem Jahr lukriert. Also wir sind komplett ohne Förderung finanziert und schaffen es aber trotzdem auch, ein positives Ergebnis für dieses Jahr zu präsentieren. Wir erleben auch hier in der Steiermark, dass auch viele Land- und Forstwirte sich zurücklehnen und sagen, die Politik muss das richten für uns und es müssen Fördermillionen fließen aus Brüssel. Und das Traurige daran ist, eben zu sehen, dass wir selbst die Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen erkennen, dass die Verantwortung bei uns liegt. Und hier in St. Lambrecht haben wir das beste Beispiel. Vor fast 20 Jahren, 1993, haben eben Landwirte diese Verantwortung übernommen und haben gesagt, wir müssen etwas für uns tun, für uns selbst, für unsere Kinder, für unsere Region. Für uns sind einfach diese Stärken bestehen einfach darin, dass wir regionale Wertschöpfung entwickeln. Wir schaffen Arbeitsplätze hier in der Region. Wir schaffen Identifikation für die Region. Wir schaffen Unabhängigkeit von Energieversorgern aus aller Welt, Unabhängigkeit von Atomstrom. Wir schaffen Unabhängigkeit von Erdölindustrie. Und das stärkt einfach die Region, verhindert auch, dass Menschen von dieser Region abwandern, dass Menschen hier in der Region bleiben können. Und das bringt natürlich für die gesamte Region irrsinnig große Vorteile.